Durch Zufall an der Baustelle vorbeigekommen, als ich zum Baumarkt gefahren bin und dachte mir, ja, wieder mal eine Baustelle, die eigentlich abgesucht werden sollte, da solche Fundstücke, die dort auftauchen könnten, für immer verloren wären. Bin dann direkt am Wochenende losgefahren, hab mir ein kleines Stück vorgenommen, ohne irgendwelche besonderen Funde. Bin dann am nächsten Tag, das war der Montag, wieder auf die Baustelle gefahren, wollte wieder einen kleinen Abschnitt absuchen. Dabei ist es dann zu dem Fund gekommen. Als ich das Signal lokalisiert hatte mit meinem Pinpointer, habe ich vorsichtig mit dem Spaten angegraben. Als ich weiter den Aushub untersucht habe, fiel mir auch noch eine Axt auf, woraufhin ich direkt unseren Stadtarchäologen Moritz Zehm kontaktiert habe. Der Schatzfund, den wir hier geborgen haben, das war gleich von Anfang an erkennbar, ist absolut einzigartig, denn aufgrund der kurzen Recherchezeit, die dafür notwendig war, wurde deutlich, dass er aufgrund seines Umfangs und seiner Zeitstellung in Deutschland absolut ohne Parallelen ist. Wir haben hier drei verschiedene sogenannte Lunulae. Das heißt, es sind halbmondförmige bis kreisförmige Objekte, die vermutlich als Brustschmuck getragen worden sind. Die ersten Messungen machen wir mit zerstörungsfreien Methoden, wie hier diese Röntgenflusszenzanalyse. 98% Kupfer, 1,5 Arsen, 0,1 Blei. Und wenn wir uns hier die ersten Ergebnisse auf dem Display anschauen, sehen wir, dass es sich hierbei um ein Kupferobjekt handelt, wo allerdings Arsen signifikant zulegiert ist. Und die Arsenbronze zählt zu den ältesten und ersten Legierungen, die der Mensch überhaupt herstellen konnte. Und da kriegen wir schon einen ersten Hinweis auf die Lagerstätten. Diese Lagerstätten mit der Zusammensetzung findet man im südlichen Bereich Europas und dort auch eher mehr im südöstlichen Bereich. Das ganz Spannende an diesem Fund ist jetzt die Vergesellschaftung, also das Zusammensein, das Zusammenliegen mit dieser Schaftloch-Axt. Denn diese Axt ermöglicht die Datierung des gesamten Komplexes. Besonders interessant ist diese Axt, da werden wir sogar eine besondere Lagerstätte ausarbeiten können, denn die zeigt hier eine Anomalie, die selten ist. Ah ja. Und zwar stark erhöhte Bismutgehalt, wirklich sehr stark erhöht. Im Umkreis von 1000 bis 1500 Kilometer gibt es keine Lagerstätte, die diese Charakteristika aufweist. Das heißt, man kann schon sagen, dass es wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als 1000 Kilometer gereist ist, bevor es hier in den Boden gekommen ist. Und das vor über 4000 Jahren, das kann man doch auch sagen. Das ist natürlich besonders spannend, um mögliche Handelswege zu diskutieren. Ganz genau. Die weiteren Arbeiten werden im Wesentlichen sich darauf beziehen, die gesamte Fläche, auf der hier dieses Regenrückhaltebecken gebaut werden soll, komplett bis etwa auf dieses Niveau abzubaggern. Im Moment läuft gerade noch die Vorbereitung, die Herrichtung dieser Fläche, in dem der Mutterboden abgebaggert wird. Und dann kann man auf der Fläche sehen, vor allem auch von oben später, wenn man vielleicht mal dazu kommt, ein Luftbild oder ähnliches anzufertigen, ob es hier tatsächlich bestimmte Verteilungsmuster gibt, der Bodenverfärbung, die Rückschlüsse auf eine Nutzung vor einigen Jahrtausenden zulassen. Ich weiß noch, mittwochs war das, der 22. bekam ich einen Anruf, war gegen 13 Uhr ungefähr. Du, pass auf, der Polier rief mich da an, komm mal rum, hier ist jemand,
Er hat jemand was gefunden. Er redet was vom archäologischen Fund. Da sind sofort bei mir die Alarmglocken natürlich hochgegangen. Weil man hört ja im Bauwesen öfter mal Geschichten von wegen, ja, Baustellen, Stillstand, für ein ganzes Jahr. Ja, ihr habt dann sofort dann versucht, hier die archäologische Abteilung anzurufen. Wo du zu ihm sagte, ah, ihr könnt weiterarbeiten, ungestört, aber ihr lasst uns bitte diesen Bereich frei. Ja, da drüben ist jetzt unser provisorischer zentraler Arbeitsstand. Die ganzen Befunde, die wir hier auf der Fläche haben, werden mit einem Tachymeter exakt vermessen, dreidimensional, und können später dann bei der Auswertung der ganzen Daten als großer Übersichtsplan ausgedruckt werden. Man sieht jetzt auf der Fläche schon so verschiedene kleine Markierungen in Form von weißen kleinen Schildchen. Dabei handelt es sich um Nummerierung einzelner Bodenverfärbungen. Und hier haben wir schon die erste Verfärbung. Kann man ganz gut erkennen. Hier ist der Boden wesentlich dunkler, zieht sich so kleinflächig um diese Markierung herum. Das sind die klassischen Merkmale, die wir eigentlich brauchen, als Indikatoren, als Hinweis darauf, dass wir es hier mit einem vorgeschichtlichen oder frühgeschichtlichen, ja, Siedlungsareal oder Gräberfeld zu tun haben. Genau. Und auffällig ist ja auch die Niederlegung an diesem uralten Fernweg, der ja eigentlich erst im Mittelalter seine Bedeutung verliert. Ne? Als sich die Stadt Osnabrück herausbildet, bis dahin können wir doch davon ausgehen, dass Jahrtausende der alte Nord-Süd-Fernweg genau an diesem Ort quasi vorbeiging. Ja, also insofern ist das ja eine spannende Stelle. Entlang dieses Fernwegs und dabei zeichnet sich ganz deutlich ab, dass wir eben im östlichen und südöstlichen Bereich um Osnabrück herum eine Haupttrasse haben, die bis in die Jungsteinzeit, also bis in die Zeit etwa um 3500 vor Christus zurückreicht. Man kann das erkennen anhand der verschiedenen Megalithgräber, die sich hier befinden. Dann kommen wir hier in diesen Bereich und genau hier befinden wir uns auch. Wir befinden uns also jetzt tatsächlich hier auf der Trasse, knapp unterhalb der Bahnlinie, auch wieder in unmittelbarer Nähe verschiedene Megalithgräber und Urnengräberfelder bzw. Grabhügelfelder. Man kann jetzt schon sagen, aufgrund der Zusammensetzung des Lustringer Fundes ist es nun möglich, diese Datierung alleine schon wesentlich präziser durchzuführen und sie einer ganz bestimmten kulturellen Entwicklung zuzuordnen. Die große Chance war, wir haben sozusagen diesen Bereich, den der ehrenamtliche Sammler identifiziert hat, der auch schon einen Teil rausgenommen hat, den haben wir freigestanzt, freigelegt. Und dann haben wir mit dieser Blockbergung sozusagen dieses Stück Erdsediment in eine Kiste eingeschlagen und dann mit Hightech untersucht. Ja, der Erdblock hat ungefähr hier gesessen. So. Die Grube, aus der der Erdblock stammt, ist sehr groß. Sie hat jetzt eine Gesamtlänge von ungefähr 2,50 Meter und eine Breite von, ja, etwa 1,20 Meter. Der Block selber ist nicht ganz so groß wie die Grube. Der hat eine Größe von 75 mal 100 cm. Das ist natürlich eine große Wühlerei gewesen. Wir mussten hier mit einem schweren Gerät, das heißt mit einem Radlader, reinfahren können. Deswegen ist diese Störung oder diese Grube so groß geworden. Wir sind froh, dass wir den ganzen Erdblock, der wog ja immerhin fast eine halbe Tonne, hier einigermaßen, ohne dass da irgendwas zerbröselt oder gebrochen ist, hier herausnehmen konnten. Ja, und dann wollen wir mal hoffen, dass bei der weiteren Untersuchung dieses Erdblocks tatsächlich sich noch einige weitere Teile dieses Schmuckensembles oder eben der eben von mir genannten Hinweise auf die damalige Deponierung befinden. Meines Wissens, es gibt sehr, sehr wenige Hortfunde, die richtig sauber dokumentiert wurden. Und wir haben jetzt hier die Chance wahrgenommen, mit einer Blockbergung, die wir dann auch im CT, mit so einem Industrie-CT durchleuchten konnten. Und das waren ja die Kontakte, die wir von diesem Goldschatz hatten, die wir jetzt auch genutzt haben. Mhm. Und tatsächlich haben wir da ja tolle Sachen erkannt. Das sehen wir dann auch in dem CT. Er hat ja zwar die Dinge schon mal rausgenommen, aber das, ein Stück steckt ja noch drin. Das heißt, wir können ja durch diese Blockbergung jetzt präzise sagen, wie es gelegen hat. Und das ist ja ganz wichtig. Thank you.
dass das Faszinierende an diesem Hortfund ist, dass wir die Möglichkeit haben, präzise die Lage zu rekonstruieren, wie diese Objekte an welcher Stelle, in welcher Lage niedergelegt worden sind. Wir sind natürlich unglaublich gespannt auf die Ergebnisse, die dieser ganze Fund jetzt bringen wird. Zumal so etwas in Niedersachsen noch nie ausgegraben worden ist in der Art. Es gibt zwar eine Menge Einzelfunde, aber wir wissen ja noch gar nicht, in welche Richtung das geht. Hier sieht man jetzt ein Röntgenbild. Und was man hier schon ganz deutlich sieht, ist eine Grube, die sich durch die Dichteunterschiede deutlich schon in diesem Röntgenbild abzeichnet. Und wir können auch sehr schön sehen, wie der Ausgräber hier runter gegraben hat. Das müssten Sie wahrscheinlich mit einfangen können. Und man sieht hier auch schon so kleine Striche von hoher Dichte. Das sind Metallfunde, die wir hier schon sehen. Hier ist das mal farbig hervorgehoben. Das sind die Stücke, von denen wir wissen, die fehlen noch an den bereits geborgenen Objekten. Die stecken hier noch im Erdblock. Und das, was hier eben schon zum Vorschein gekommen ist in diesem Quadranten, ist unter anderem auch so ein Bronzeblechstück von dem Halsreif. Das geht natürlich in den Quadranten rein. Und genauso auf der anderen Seite, da kommen ja jetzt auch die Bronzen zum Vorschein. Und diese Bronzen, die lassen wir erstmal stehen. Also alle Funde, die wichtig sind, lassen wir stehen und graben ringsherum tiefer, bis wir an das Ende des Befundes kommen. Wir wissen ja im Moment noch nicht, wie weit das runtergeht, was uns da alles noch erwartet. Und da sind wir natürlich auch gespannt drauf. Wir wollen ja versuchen, möglichst viel über den Fund zu erfahren. Dann pinsel ich jetzt hier mal frei. Da haften immer noch Sandkörner an, aber langsam kommt die Fläche zum Vorschein. Das Tolle ist, dass in diesem Bereich jetzt auf Höhe der Funde organische Materialien kommen. Die sind zwar leicht grün verfärbt, aber das hängt damit zusammen, dass Korrosionsprodukte der Bronze dort eingewandert sind. Was man hier jetzt ganz schön sieht in diesem CT ist, das sind also diese im Anschnitt, so dieser Blechschmuck. Und am Ende ist der so umgeknickt, hier auch. Da kommt es schon. Jetzt muss ich also wirklich immer vorsichtiger werden. Es ist leicht ausgebrochen. Das Wichtige ist, dass man jetzt wirklich mit den Metallwerkzeugen die Bronze nicht mehr berührt, weil das alles äußerst empfindlich ist. Man bleibt also immer drüber. Ein Stück. Ja, was jetzt folgt, ist die Fotodokumentation und die zeichnerische Dokumentation, genau wie auf der anderen Seite bei den Scherben eben. Ja, ich muss einen Zentimeter zurück. Ach so, ja, okay. Wir graben diesen ganzen Befund so, dass wir hier zwei Messlinien durchgelegt haben, die sich in der Mitte kreuzen. Die eine läuft hier lang, die andere läuft da lang. Und an diesen Messlinien haben wir jetzt runtergegraben. Und der Vorteil dieser Methode des Ausgrabens ist ganz einfach, dass wir zum Beispiel hier ein Profil zeichnen können und können auf der anderen Seite das Gegenprofil zeichnen und die natürlich in einem Fall spiegelverkehrt wieder zusammensetzen. Und dann sieht man quasi in einer Fläche das gesamte Profil nachher dieses Befundes. 1,6 cm. Insgesamt? Ja. Okay. Ja, habe ich. Also das Spannende ist ja, wir gehen ja davon aus, dass wir hier noch mitten in der Steinzeit sind. Und ich glaube, was als sicher gelten kann, das ist nicht hier im Norden produziert worden. Das hatten die einfach noch nicht drauf. Das kommt ja irgendwie von weit her. Ne? Die Erze waren ja auch nicht da, um das überhaupt hier machen zu können. Eine metallurgische Analyse kann uns helfen, zu klären, woher die Metalle für diese Legierungen oder Objekte kommen und vor allem auch einen Hinweis auf ihr metallurgisches Alter geben. Und da wollen wir jetzt hier mal so eine Testmessung machen an einer der Lunula. Und man sieht hier anhand der Ergebnisse, dass wir hier doch sehr reines Kupfer haben mit leichten Arsenverunreinigungen. Interessant ist, dass wir hier einen Unterschied sehen zu der Kupferaxt, die hier gefunden wurde. Das ist eine Sonderlegierung. Wichtig ist, dass wir anhand der Metallurgie sagen können, dass diese Metalle zu den frühesten Genutzten der Menschheit gehören und damit auch die ältesten Metallartefakte der Menschheit darstellen können. Das ist ja auch diese Zeit, die wir so fassen können, wo sich so Eliten herausbilden, wo plötzlich eine, wie wir so schön sagen, stratigraphische Gesellschaft sich herausbildet mit einflussreicheren, reicheren Leuten. Das spiegelt sich ja auch in den Gräbern wieder. Das hatten wir ja eigentlich in der älteren Phase der Jungsteinzeit so stark nicht, konnte man das so nicht sehen. Also eine spannende Umbruchzeit auch, sozusagen am Vorabend vor den Metallzeiten.